Ja, da war ein Anleiter hier. Hat der von ihm selber auch schon? Ist der kleine. Paradise, a very lawful dance for Ellis. Mit, weil ich es spannend finde, mit Ben Patterson ein solches Event hier in Stuttgart zu machen und zu sehen, wie die Leute hier reagieren und wie viel Zufälliges noch passieren wird. Ich bin hier, weil ich das eine lustige Aktion finde und bin gespannt, was passiert. Ich finde es ziemlich spannend, wie einerseits so eine Gruppendynamik entsteht, aber andererseits doch wieder sein eigenes macht. Also so Individualität und Gruppendynamik wechseln sich irgendwie ab oder vermischen sich. Ja, wir machen das alltäglich und denken aber nie drüber nach, was wir eigentlich tun. Und wenn wir jetzt in einer solchen Performance mitmarschieren, reflektieren wir plötzlich über einen Alltagsvorgang und das in der Gruppe. Und ich meine, wir sind hier als Staatsgalerie jetzt hier. Was haben wir hier gemacht? Wir haben mal getestet, ob die Stuttgarter spontan sind und sich auch mal gerne an Performance-Kunst beteiligen. Leider hat das nicht so gut geklappt, aber vielleicht müssen sie noch ein bisschen üben. Die schwäbische Mentalität ist auch ein bisschen eine schwierigere. Ja, wir versuchen das Museum auf die Straße zu bringen, also aus den natürlichen Grenzen, die ihm normalerweise gesetzt sind, denn aus konservatorischen Gründen muss das normalerweise alles immer im Haus passieren. Jetzt sind wir mal draußen, dass jeder eigentlich teilnehmen kann. Das war auch gar nicht schwer, das kann jeder. Ja, beim nächsten Mal dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Zulauf. Okay, bravo, bravo. Thank you, thank you. We were doing a very lawful dance here. And why were we doing this? To have the experience of doing something very legal.
and to have time to think about why we were doing it. And I think everybody had their own reasons for doing it. My reasons were that I thought in Schwabenland have to do something very legal. So that's why.